Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den BR550-Umbau, den wir vor Monaten, ich weiß nicht mehr wann, Video ist auf jeden Fall online. BR550 eskaliert komplett mit 580 PS, sprich gemachter Motor, komplett gemachter Kopf, 89er Downpipe, alles, was man machen kann in groß. Der Kandidat hatte 580 PS und 600 und Newtonmeter, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das Problem war jetzt, dass er im fünften und sechsten Gang auf der Autobahn, hatte ich im letzten Video schon so ein bisschen angeteasert, dass er massivst Probleme mit dem Benzindruck hatte, sprich die Upgrade-Pumpe, die drin war, hat nicht mehr gereicht. Kann vorkommen bei so einer Leistung. Jetzt haben wir, um das Return-System ja zu vermeiden, sag ich mal, wir wollten dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg gehen, auch was Neues bauen, haben wir jetzt eine Pumpe gebaut, tatsächlich Intankpumpe mit neuen Benzinfilter und 6 Bar Betriebsdruck, also 5,85 Bar Betriebsdruck. Die Pumpe schafft 500 und Liter, dann gibt es die noch mit 400 und Liter. Und jetzt haben wir alles eingebaut, die ganze Schaltung funktioniert, man muss halt auch ein dickeres Kabel nach hinten legen, weil der Stecker macht das auf gar keinen Fall mehr mit von der Pumpe. Den Kabel sowieso nicht, weil die sind ein bisschen zu klein. Und dann fangen wir jetzt mal an, das zu testen, wie das so funktioniert. Und dafür haben wir hier schon was vorbereitet. So, losfahren. Die goldene Stunde oder was? Mit beste Wetter erwischt. Läuft. Ja, wegen der Sonne. Weißt du, bei Fotografen immer die goldene Stunde. Für mich heißt das immer nur die Zeit, wo ich nichts sehe. Hier. Hier. Ja, für dich ist das jetzt aber auch so ein Highlight, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil erste Mal jetzt BF550 mit dem gemachten Motor. Weil letztes Mal sind wir ja den grün gefahren mit Serienblock. Genau. Der hier wird gleich richtig interessant, vor allen Dingen, was sich hier so abspielt. Ja, ist Ladebuchanzeige. Ja, aber klappt 2 Bar fast. Ist schon hart geil. Ich hätte bei der Pumpe, das war die aus England, als wir die auseinandergebaut haben, also haben wir das auch gesehen. Normalerweise reichen die immer so bei den 550er von der Leistung, wenn die so bei 550 sind, ist das noch okay. Ist jetzt echt Zapfenstreich, ist vorbei. Hier ist jetzt Alarm angesagt. Du hast nur ab 6000 gegen den Lambda wieder so schön bergauf. Bin mal gespannt, ob der wirklich sauber jetzt durchzieht, komplett mit dem Benzindruck. Gerade auch wegen Blasenbildung im Tank und so, ne? Also in dem Pumpenkorb. Ja, willkommen. Da sind wir auf der Bahn. Das bedeutet also, das mit der Pumpe war alles erfolgreich, alles gut. Guck nochmal eben so den Druck so hier.
müssen wir gleich nochmal rausfahren, aber guck mal ungefähr. Was haben wir? 5 Bar. 5 Bar. Knapp 5 Bar. Junge, das ist perfekt. Bei 6600 Umdrehungen. Überleg mal, was haben wir bei 7,5? Also bei 7 rund müsste das sein. Bei 7400 Umdrehungen haben wir 4,86. Und eine Einspritzzeit von 12,08. Ja, wie gesagt, das ist lächerlich. Die Einspritzzeit ist wirklich lächerlich, das ist alles geil. Ja, wie gesagt, das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist mit den Zündkerzen. Ne? Das ist ja lösbar. Ich denke, das läuft auf die NGK ja raus. Weil die fahre ich auch, die hat der Dings auch drin mit seinem Lader. Also eigentlich alle größeren Umbauten haben über die NGK ja gekriegt. Ich wusste ja nicht, dass das hier so ausartet. Ne? Das ist, woher soll man das vorher wissen, dass das so pervers. Was da raus. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass da so eine Leistung rauskommt, wirklich. Weil ich meine, Veronikas ist schon eine richtige Hausnummer. Da war aber halt, da haben wir noch gebaut die 89er Ansaugung und den ganzen Kram. 89er Anlage komplett. Er hier hat ja nur eine 89er Downpipe. Aber er hat auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig einen entsprechend großen Cut. Das vergessen immer sehr viele Leute, leider Gottes. Hatten wir letztens doch wieder. 550er Umbau und dann ist da so ein 90 mm Cut runter. Ja, ist, ja, brauchst nicht mehr viel zu sagen. Danke. Brauchen wir 110, 200 noch? Scheiße, voll in den Begrenzer. Macht schon Spaß. Aber ohne Scheiß, ich glaube, das mit dem Endtopf. Da geht noch was. Da wird noch was gehen, schwöre ich dir. Wenn der Endtopf noch ein bisschen anders wäre, hundertprozentig. Ja, du hörst, wie der abfahren ist. Ja, das ist nicht so schön. Alter. Die Uhr, die klebt einfach mit 2 Bar fest. Oh, herrlich. Ja, so. Also die Tests sind erfolgreich gewesen. Wir haben bei der Leistung, bei 7000 Umdrehungen, haben wir immer noch 5 Bar Benzindruck. Also wir haben einen Druckabfall von 0,8 Bar. Das ist systembedingt völlig normal, weil das System so aufgebaut ist. Pumpe, Druckregler, Düsen. So, deshalb ist es so, dass wenn hier zwischen den Düsen und dem Druckregler der Druck abfällt, wird es halt schlecht geregelt durch den langen Weg nach vorne um die dünne Leitung. Aber diese 0,8 Bar sind unproblematisch. Das Einzige, was wir jetzt halt noch haben, ist, dass ja auf der Bahn, wir müssen mal so ein bisschen noch mit den Kerzen mal gucken, weil irgendwie der Kerzenabstand scheint nicht so bei. Der pustet immer wieder so ein bisschen den Zündfunken weg und deshalb wird das wahrscheinlich dann mal, würde ich sagen, geht das morgen weiter. Ne? Ja, Einspritzzeit bei 750er Düsen, 14 Millisekunden ist mehr als entspannt, finde ich mal richtig geil. Vorher waren wir also hinten raus eine ganze Ecke davon entfernt, wirklich, ganze Ecke. Dann werde ich mich nochmal ans Steuergerät machen, also das Ganze anpassen, weil jetzt hat er natürlich 5,8 Bar sind im Steuergerät als Fehler hinterlegt, dass der Benzindruck zu hoch ist, ist logisch. Das muss ich halt alles anpassen, dann ist der Fehler auch weg. Bedeutet also, wenn man diese Pumpe einbaut, muss man uns dann zumindest einmal entweder Steuergerät schicken oder wir müssen es hier vor Ort umprogrammieren. Ich gehe mal davon aus, dass es hier vor Ort passieren wird eben, weil es natürlich auch für uns ist, besser das einzubauen, zu programmieren, dann ist das Auto fertig. Werde ich mich morgen mal dran setzen. Ich würde sagen, du baust dann mal den ganzen Kerzenkladeradatsch da raus. Dann geht das morgen weiter. Bis morgen. Also, da sind wir wieder. Wir hatten ja so ein paar kleine Schwierigkeiten mit dem Auto. Zündaussetzer und fauchende Auspuffanlage des Todes. Das war wirklich heftig. Das erste Problem war schon was gemacht. Da sind jetzt die NGK Race-Zündkerze drin, nicht zu verwechseln mit der R-Zündkerze, das ist ein völlig anderer Aufbau, kostet ich glaube, 50 Euro, 70 Euro pro Kerze, irgendwie sowas. 125. Oder so, keine Ahnung, war teuer. Auf jeden Fall, da haben wir neue Kerzen reingemacht. Das zweite Problem, was wir haben, und zwar das Fauchen der Abgasanlage, liegt einfach daran, dass die bis dato unter dem Fahrzeug verbaute Abgasanlage den Gegendruck oder zu viel Gegendruck verursacht, der Luftmasse nicht gewachsen ist, so kann man es auch sehen. Ja, gibt es eine Lösung für? Der Sascha von AMP hat uns dazu schon mal die erste überaus geile 89 mm Testauspuffanlage geschickt. Das ist Stück 1 aus der Sammelbestellung. Dazu haben wir gerade hier Endröhrchen dabei gekriegt, die sind gerade groß genug, also das ist wahrscheinlich die kleinste Version. Davon gehe ich jetzt mal davon aus, weil ist ja, kannst ja gerade mal einen Arm reinstecken. Das ist noch nicht groß genug, finde ich. Da geht noch was. Ohne Scheiß, ich finde es wirklich gut. Sieht sehr schön aus. Endrohre, ganz wichtiges Thema, gibt es dann auch in eurer Wunschfarbe. Ihr könnt einen Namen draufschreiben lassen, drucken lassen. Das ist hitzefest. Die Tests sind erfolgreich abgeschlossen worden.
Ich habe auch schon die ersten gehabt mit Peace Factory hier oben drauf und schönen Wagenfarbe Weiß. Weiß weiß ich jetzt nicht, ob man das empfehlen muss, aber ich sag mal, ein schönes Schwarz mit einer weißen Schrift drauf ist vielleicht besser. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Sascha wird, glaube ich, ein paar Testdrucke noch veröffentlichen, wo man sich dran orientieren kann. Ziemlich geile Option. Des Weiteren gibt es die Auspuffanlage an sich mit EG. Das heißt, die ist zu 1,5% zugelassen. Ist sie tatsächlich, also keine Angst. EG-Genehmigung ist ganz sauber ausgestellt worden, passt. Was sehr schön ist, was mir gefällt, ist, dass wir hier einmal schön 89, 89, 89 haben. Weil in der Regel und außerhalb der Regel oder wie auch immer, auf jeden Fall ist es oft so, dass reduziert wird von 89 auf 76 und so weiter. Hier haben wir einfach das 89 mm Fallrohr einfach durchgehen, fertig. Und auch schön ist, dass wir hier die gleiche Größe haben. Damit das von hinten, wenn man aufs Auto guckt, nicht immer so scheiße aussieht. Wenn man jetzt von hinten quasi schön das Heck vom Fahrzeug anschaut, dann ist hier nicht sofort das kleine Rohr zu sehen. Optisch sehr wichtig, meiner Meinung nach, weil sieht schon komisch aus, wenn man ins Innenrohr reinguckt, dann ist so 50 und auf der anderen Seite ist 89. Klar, man braucht einen kleinen Rohrquerschnitt auf dieser Seite, selbstverständlich, weil sonst kriegst du das Ding nicht leise. Weiterhin haben wir keinen Mittelschalldämpfer. Das ist toll, das finde ich gut. Und wie gesagt, so hat er, also wurde der Auspuff abgenommen, hat zur Zulassung sogar, Sascha hat das glaube ich sogar mit Downpipe abgefahren, hat er gesagt, also alles im grünen Bereich. Was uns natürlich interessiert, was können wir jetzt aus dem Fahrzeug leistungstechnisch noch rausholen? Weil dann beim letzten Mal, das letzte Video waren glaube ich 580 PS, ich bin mir sicher, da geht noch was. Ich bin echt gespannt. Also wir haben ja die Vorergebnisse, also die Eingangsmessung haben wir jetzt mit Zündkerzen und neue Benzinpumpe, weil die Benzinpumpe, darum ging es ja in dem Video eigentlich hauptsächlich, die Benzinpumpe ist ja auch abgeschmiert, war einfach alles an der Grenze. Ne? Der Motor ist so gut und der Lader macht das, was er soll. Und man soll ja jetzt kein Potenzial verschenken, deswegen fangen wir mal hier mit an. Ne? Dann bauen wir das mal runter, würde ich sagen. Machen wir Anprobe. Eine Kleinigkeit wollen wir noch verbessern, zeigen wir gleich. Weiter mal. Die Anlage ist drunter, guckt euch das mal an. Naja, wir fangen mal hinten an hier. Schön passend zum Diffusor. Halt mal. Steuerung ist leider noch nicht da. Wir haben jetzt hier alles nochmal Probe gehangen. Was auch echt nice ist, ist hier vorne der Kompensator. Damit kriegt man natürlich die Wechsellasten aus der Auspuffanlage raus. Dann läuft man auch nicht Gefahr beim 89er. Ich meine, das ist jetzt noch nicht, da geht noch 100, ne? Aber ja. Jetzt haben wir hier die Anprobe gemacht. Und zwar ging es uns oder mir jetzt vorhin darum, hier ist ja schon die Downpipe Cut Kombi in 89. Und gut, das hier wäre jetzt sowas von sinnfrei, das so zu lassen. Das wäre, lassen wir es unkommentiert. Auf jeden Fall bauen wir dann von hier nach da nochmal 89er Rohr, dass wir das so schön zusammenstecken können. Dann haben wir 89 durchgehend ab Turbolader. Für euch wichtig als Information, falls ihr dieses Schätzchen auch haben wollt, gibt es für den Focus ST MK2, für den RS MK2. Mit EG für 2.798 Euro in unserer Sammelbestellung. Über den Sascha läuft das von AMP. Und da haben wir bei 10 Anlagen haben wir dann den Preis. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ja selber mal eine Umfrage gemacht wegen 89er Klappenanlagen. Und da waren sehr viele positiv gestimmt für so eine Anlage. Und wir machen jetzt gleich mal Fahrtests und so. Dann habt ihr mal ein bisschen was zum Gucken. Auf dem Video ist es immer schwierig, das rüber zu kriegen. Ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Wir machen Prüfstand, Straßenfahrt, ein bisschen von der Straßenseite aufgenommen und so. Und Klappe zu, Klappe auf, alles was man so braucht. Ja, dann geht's jetzt gleich los, wa? Dann machen wir gleich mal einen Start. Hier geht ja gar nicht, die Steuerung ist noch nicht da, scheiße. Tja, dann kommt wohl der Rest in Teil 2, würde ich sagen. Weil das dauert noch ein bisschen. Da ist auch eine Sache, warum es dauert, das kann man entschuldigen, weil es gibt eine Zusatzfunktion, da komme ich dann hinterher zu, wenn das alles funktioniert. Die ist essentiell wirklich wichtig für diese Auspuffanlage und lohnt sich auf jeden Fall. Dann beißen wir das jetzt und machen dann die Steuerung rein, wenn sie da ist. Und das kommt dann alles in Teil 2. Bis dann!